Obwohl das etwas, was am Vater unser schon viel könnte. Dass die Leute schon immer Brot gegessen haben. Und das ist sogar ein Synonym für überhaupt zu leben. Ne? Weil wenn ich kein Brot habe, dann lebt nicht mehr. Dafür hat Brot auch noch ein spezielles Image. Es wird doch nie etwas kommen, was Brot von dem ersten Platz an der Pyramide hochgehalten hat. Kann ja so gewisse Sachen schmecken. Und es sind immer gute Sachen zu essen. Und es gibt schon Leute, die sagen, ich kann das nicht mehr essen. Also, wenn ich schon so viele Sachen gegessen habe, dann so ist es ja nicht mehr vom letzten Rehen. Aber ich sage das immer noch nicht. Ich kann immer noch die Sachen essen. Ich esse immer noch gerne. Das heißt aber nicht, dass ich nicht gerne einen guten Büffel kann. Aber ohne ein gutes Stück Kuchen, dann esse ich auch nicht gerne. Kann ich ein ganz normales Leben feiern, kann ich in ein Geschäft gehen, kann ich in einen Kaffee gehen, kann ich Sport machen, wie die anderen Leute auch. Aber ich muss in zweimal schlafen gehen. Der Vorteil ist, dass ich auch flott, weil ich schlafen kann. Bäcker können zweimal schlafen gehen. Der Vorteil ist, sie müssen noch zweimal abstehen. Wir möchten dann um 2 Uhr auf jetzt schaffen, dann gehen sie schlafen. Und um 4 Uhr stehen die dann ab. Dann machen sie Sport, dann gehen sie ein Hobby noch. Und um 8 Uhr gehen sie ins Bett. Also da sind die, wenn die letzten am Disco sind. Und um 2 Uhr fangen sie an. Die Kleiner sieht man, hey, mein Bob, den hat den an den Hobby, an den Tick, was kann ich da machen? Und da kann ich die Leute beraten, dann hin ein paar Möglichkeiten gehen, und da zählen zwei Kuchen, die deckungsgleich sind, und da von den 20 Jahren lang kochen möchte, nach Seelen denen genau dasselbe. Aber wann ihr könnt, ihr seht, ich hätte genau dasselbe gekocht, da soll ich immer genau dasselbe gehen. Ich will mehr machen von Hand, das Handwerk, das Kunst dabei, zweimal dasselbe gehen. Ich habe meinen Job gerne. Wenn ich heute nicht gebe, mich gefragt, willst du nach Bäcker gehen? Oder willst du gehen, wenn du nach Welt gehst, kommen, dann gebe ich mir zur Sicherheit Bäcker gehen. Aber wenn ich am Himmel bin, bin ich ziemlich sicher, dass ich doch Kuchen mache. Mehr über Tanfjeg auf hensap.delu.